Hallo, hier ist wieder euer Häcksler der Henker. Heute am 2. August hat das Fest der vier Winde wieder angefangen und geht bis zum 23. August. Ich wollte aber wieder gucken, was es in den Schwarzlöwentruhen gibt und habe wieder 25 Stück zurückgelegt und auch 25 Schlüssel. Und da fällt uns direkt auf, da gibt es eine Schlitzklinge Zephyriten Vorratskiste. Hier ist eigentlich soweit alles normal, ganz normaler Müll, den man hier drin hat, oder wertvoller Schrott. Dann Materialien. Dann haben wir hier neu eine Lenkdrachen-Waffentruhe. Dort haben wir dann mehrere Waffen, die es dann diesmal gibt. Einmal ein Schwert. Dann haben wir einen Zepter. Eine Pistole. Und einen Streitkolben. So, dann schauen wir nochmal rein. In der zweiten Truhe findet ihr dann die Bazarwaffen. Die gab es auch schon letztes Jahr. So, ansonsten, die Sachen kennt man soweit. Was jetzt hier unten neu ist, ist auf jeden Fall der Batzen von Drachenlehre Äther. Die Infusion, die es am Ende gibt vom Drachenende. Und auch kaiserliche Immerblütenspross, die gibt es, wenn ihr alle vier Angriffsmissionen von End of Dragons gemacht habt. Was auch auffällt, es gibt diesen antiken Herbeirufungsstein als super seltenen Drop, der wahrscheinlich auch super selten bleiben wird. Ansonsten, was haben wir hier in der Schwarzlöwentruhe drin? Sonst die ganz normalen Gegenstände, die man auch so kennt. Dann haben wir diesmal als ungewöhnlich die äthergebundenen Waffen. Dann wieder drinne den holographischen Koi-Rückenteil. Was neu ist, ist jetzt der Jadetech Raketenrucksack und Gleitschirm-Kombo. Wenn ihr euch die Rüstung zugelegt habt, die es vor kurzem gab oder noch gibt, dann passt dieses Rücken wie die Faust aufs Auge. Richtig schön. So, ansonsten als zweites Waffenset bei selten sind das die Skins für Düsterflügel. Ansonsten Glyphe der Flüchtigkeit und des Schmelztiegels. Als Knoten haben wir diesmal Platin, Orianischer Trüffel, hochentwickelter Lederständer und hartes Holz. So, genug geredet, jetzt wollen wir mal gucken, was drin ist. Diesmal ganz normal wieder Türkiskalten, was ganz Einfaches. Wir öffnen diese mal. Haben wieder mehr Figürchen. Sehr schön, garantierte Rüstung. Geht schon gut los. Okay, ja gut, die Kiste ist ja bei jeder Trupp dabei. Materialien. Okay, es hält sich noch in Grenzen alles. Auf jeden Fall wieder sehr viele Farben. Und sehr viele Materialienkisten. Man kann nie zu viele Schätze haben. Sehr schön. Wieder eine Rüstungsfreischaltung. Ein Schwarzlöwenticket, sehr cool. Das kann man immer gebrauchen. Ein Versorgungsstarter. Okay. Sehr schöne dritte. Wieder Farben. Dann haben wir diesmal drinne ein Schlossknacker-Kit. Dann haben wir, habe ich doch richtig gesehen, der Jadetech-Raketen-Rucksack und Gleitschirm-Kombo. Ich habe ihn bekommen. Richtig cool. Den gucken wir uns auch gleich an. Hammer. Vierte Rüstung, cool. Ja, auf jeden Fall sehr viele Mats. Darüber kann man nicht klagen. So, und die letzte. Sehr schön, cool. Na, allein schon deswegen hat sich das schon gelohnt hier. Schauen wir auch direkt mal drauf.
wollen auch mal benutzen. So, wir ändern mal gleich mal die Farben davon. Da sieht man schon, vier Stück haben wir zur Auswahl. Die erste, das ist das Grundgerüst. Beim zweiten haben wir... der Rahmen, wie man hier sehen kann. Damit ich mach's mal blau, damit man... Okay, blau wird zu grün. Interessant. Okay. Nehmen wir mal ein paar kräftigere Farben. Da sieht man jetzt, das Rote ist jetzt hier drinnen, in den Düsen. So, jetzt kann man es nochmal sehen. Ich mache es mal ein bisschen kräftiger. Also, hier hat man erstmal weiß, das ist das Grundgerüst. Bei der zweiten Farbe sind das hier drinnen die Kugeln, die ihr sehen könnt, die Gelenke. Dann haben wir rot, haben wir den äußeren Bereich als Rüstung und weiß sind die Düsen. Vielleicht sollten wir das einfach mal tauschen, damit es besser passt. So. Und dann testen wir es mal. Okay, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hat schon fast eher was von Iron Man. Ja, cool. Wenn ihr auf jeden Fall die Rüstung habt, wisst ihr auf jeden Fall, dass es das richtige Teil ist dazu. Und ja, jetzt bin ich schon im groben Pavillon. Ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, das war's gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Fest. Viel Glück beim Öffnen und das war euer Häcksler, der Henker. Macht es gut. Ciao.